So, weiter geht's. Wir gucken mal eben, was Anderson will. Shepard, freut mich, dass Sie sich melden. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen. Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turianer und Kroganer zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Dem Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist das? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tiegel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kyle Lang war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Lang ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson, Ende. Okay. Plus zwei Ruf. Dankeschön. Auf geht's. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Dass wir jedes Mal diesen Weg hier gehen müssen, ne? Das ist schon ein wenig nervig. Cerberus war eine Weile lang ziemlich beliebt. Sie haben die Unterhaltung von den beiden gehen mir langsam auch auf den Sack. Muss ich so gestehen. Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Hätten Sie mal eine Minute Zeit? Ja, bitte. Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben sie erkannt, dass sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was sie erforscht haben, aber sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war es so. Und sie hatten recht. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Wirklich? Ja. Ich habe in den Semesterferien meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Sicherheit gibt es keine, aber die Möglichkeit ist definitiv gegeben. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Ja, wir haben aber noch private Nachrichten. Ach du Scheiße. Witz gehalten. Tada, Spezies für die Lüge. Mhm, genau. Shepard, ich brauche eine Ausrede, um mich von dieser Monitorin loszureißen. Besuchen Sie mich bitte. Liara Zoni? Aha. Asari-Trupp bereit. Okay. Keaton. Passen Sie auf sich auf. Okay, Keaton kommt nicht mit, alles klar. Gut so. Dass ich mit Edi ins Porter. Jeff will. Okay. Wir haben ganz viele neue Citadel-Missionen anscheinend. Nichts Gutes. Miranda! Boah, schon vier Sachen, die wir in Citadel machen sollen. Ach Gott. Okay, wir haben vier Aufgaben an der Citadel alleine. Ach du Scheiße. Ja gut, gehen wir hin. Machen wir. Aber wir müssen erstmal dahin fliegen.
Wo geht's denn lang? Kann ich irgendwo Treibstoff kaufen? Was ist hier? Warte mal, wann nochmal irgendwie? Also immer in Richtung des weißen Kreises. In da. Puff. Gut. Wunderbar. Hoppala. Oha, jetzt hab ich's fast geschafft. Hilfe! Okay, wissen wir Bescheid, was passiert, wenn wir sowas machen? Alles klar, wollte ich ja nur mal testen. Ich wollte das ja... Ich wollte ja nur mal testen... Wie? Ne? Nicht wahr? Seht ihr auch so. So, da. Richtige Taste drücken, bitte. Massenportalsprung. Wir haben hier ganz viele Missionen. Servicewissenschaftler. Citadel. Da hätten wir mit Koreaner... Ja, wir werden mit der Citadel anfangen. Weil wir da jetzt so viele nebensächliche Aufträge haben, die würde ich gerne mal... Ja, mit denen würde ich gerne anfangen. Auf geht's, andocken. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Purgatory. Ich muss zum Purgatory. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Ich hab nämlich keine Ahnung, was Purgatory ist. Ach, der Pub, oder was? Wo ist Jeff? Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Joker. Ariad Schlock. Eingang. Ich dachte, hier wollte irgendwer mit Edi hin. Ich vermisse das Haft. Da, tatsächlich. Mich würde interessieren, woraus ihr Gesicht besteht. Die Oberfläche ist ein flexibles, biomimetisches Nanomaterial auf einem Metallschädel. Die Haut verwendet Dilatanztechnologie, um die zentrale Prozessoreinheit im Kopf zu schützen. Wenn sie geschlagen oder beschossen wird, verhärtet sie sich und absorbiert den Aufprall. Sie kann sich auch begrenzt selbst heilen. Und was ist mit den Haaren? Sind ähnlich aufgebaut. Zur Verteidigung werden sie zu einer Art festem Helm. Aber zur Infiltration kann man sie teilen, damit sie wie normale Haare aussehen. Aber wenn sie Wasser ausgesetzt waren, geht frisurentechnisch erstmal gar nichts. Ich würde noch witzig. Wenn ich keine Fragen beantworten muss, wäre ich gern allein. Hallo, ihr Süßen. Ich bin hier gerade irgendwie falsch. Wo ist denn Tanzfläche benutzen? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Das war... So sieht ein Verklemmter, aber so sieht nicht was beim Tanzen aus. Wo ist Jeff? Joker. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme.
Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wählen? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Oh, ich feier das. Wir verkuppeln ihn einfach mal mit dem... Alter, ernsthaft? Wirklich? Was ist das für ein Slow-Motion-Laufen? Guck das mal, guck dir das Laufen an. Ich hab noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Mit Edi kann ich nicht mehr reden, okay. Ja, Hermel. Okay, ich hab beim Joker befriedigt, alles gut. Ist Joker Jeff? Eine kurze Frage nebenbei, weil eigentlich habe ich gemeint, in der E-Mail stand Jeff. Heißt der Jeff Joker? Oder Joker Jeff? Oder bin ich irgendwie, keine Ahnung. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, wohin will ich denn? Gute Frage. Mhm. Sehr gute Frage. Einen Moment bitte. Willst du Lara Sony? Miranda. Und Jarvik. Und Bailey. Wo ist Miranda? Miranda ist bei 3. Okay, also hier ist jetzt irgendwer, den ich, mit dem ich sprechen kann. Angeblich. Hallo. Oder not. Da gibt es mehrere Ebenen, keine Ahnung. Hier, Jarvik. Keine Ahnung. 3 ist Miranda. Was hat Miranda? Sag mal, wo ist meine... Hatte ich nicht eine Minimap irgendwo? Oder bilde ich mir das ein? Habe ich nicht irgendwo eine Minimap gehabt? Ist meine Minimap weg? Habe ich die irgendwie ausgeschaltet? Die ist irgendwie... Keine Ahnung. She's gone. Schießanlage, nein. Ich dachte, hier ist Miranda. Ja, bei 3, beziehungsweise, ist Miranda. Miranda. Wo ist Miranda? Wo ist hier eine Miranda? Ich träume. Schön, dass Sie okay sind, Shepard. Miranda, was ist los? Ein Treffen war nicht möglich. Die Citadel ist im Moment zu gefährlich. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Das weiß ich noch nicht, aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Was? Warum? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist es mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt? Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Vermächtnis? Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und
Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, es ist nichts Gutes. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, vor meinem Vater davonzulaufen. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Super. Tolles Gespräch. Finde ich gut, dass wir das geführt haben. Alles gut. Finde ich knorke. Alles gut. Javik, bist du irgendwo da? Kann ich jetzt mit dir reden, Javik? Ansonsten hau ich auch schon wieder ab. Haben wir jetzt Auftrag 2 von 4, 2 von 5, 2 von 4, keine Ahnung. Ebenfalls schon abgeschlossen hier. Ist hier irgendwo ein Javik? Wer ist Javik? Das ist schon wieder. Ach, Javik. Oh, da ist Javik. Verdammt, das ist Rodeana. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisscherben. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation. Und ihr Untergang. Hier begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Es mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und er lebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Spezies Botschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass Sie ein Proteaner sind. Ein Hanar. Ich erinnere mich an Ihre Art, da waren Sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten Ihre Spezies für Ihre Götter. Schade, dass wir Ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind Sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn Sie den Krieg verloren haben, welche Hoffnung bleibt an uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet. Die Chancen, am Leben zu sein, sind minimal. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder. Und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie, als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar, sie alle hatten Potenzial. Jetzt müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist, damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an ihrer Seite kämpft. Er findet sich langsam zurecht. Javik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch ein fähiger Krieger. Für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, Commander. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Wir sehen uns dann auf der Normandy. Damit haben wir den dritten Auftrag fertig. Javik. Was sollten wir denn jetzt hier noch tun? Sollten wir hier nicht... Liera! Die müsste hier sein. Ich muss aber den Part jetzt gleich schon aufhören, weil mein Essen ist gleich fertig. Keine Zeit für dich, Liera. Wie sieht's aus? Du müsstest da hinten sein. Ich weiß, wo du bist. Keine Zeit für dich. Hopp, 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 hopp. Ihr seid ja immer noch hier dran. Was soll das? Liera. Beeil dich ein wenig. Liera. Ihr Name ist Tashia Paray.
Ich weiß nicht, wer du bist. Ich werde dich nicht ansprechen. Ich ignoriere dich vollends. Wo ist Liara? Das ist Tanik. Wo ist Liara? Wie geht's so? Ihr Name? Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tasha. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Dankeschön. Das ist die, die uns die... Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich tatsächlich daran, was da passiert ist. So ist Liara hier irgendwo. Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht. Wo ist Liara? Wo ist Liara? Liara, bist du das da hinten? Nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Ich habe keine Ahnung, wo Liara ist. Halt, ich kann noch nachgucken. In 6. Da war ich doch. You're trolling me. Wo ist Liara? Wo ist Liara? Da! Da ist sie doch. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne Gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Das wäre schön. Und vielleicht werden Sie nach dieser Sache ja sesshaft. Sie können sich ein bürgerliches Leben bei mir nicht vorstellen, oder? Nein. Aber deshalb sollten wir unbedingt in Kontakt bleiben. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen? Genau das. Sorry, ich kann mich nicht... Okay. Um hin und wieder ein paar Geheimnisse zu teilen. Nennt man auch Fremdgehen. So, wir machen hier gleich weiter. Bis gleich.